freue mich da. Und der sitzt auch 1:1. Aber gute Mittagessen gehabt, ja. Gut gegessen. Auf geht's in die Kick-Challenge. Heute mit Tomislav Piplica hier in Bayreuth. Jeder von uns hat wie gewohnt 5 Schüsse beim Lattenschießen. Tomislav, du darfst gerne beginnen. Bin mal gespannt. Danke. Dein Ball. Ja, das stimmt. Muss erst mal testen. Ah, der erste. Ist nicht schlecht. Erster Schuss. Etwas zu niedrig. Mal schauen, wie ich jetzt kann mit meiner Kreisliga-Karriere mal wieder. Meinen Kreisliga-Skills. Oh, ja. Ja. Vielleicht ist das Glück zurückgekehrt. Das Glück ist vielleicht zurückgekehrt. Zweiter Schuss, Tomislav. Und der sitzt auch 1:1. Ah, direkt ausgeglichen. Direkt wieder Druck gemacht. Jetzt wieder. Druck ist immer gut. Ja. Zu niedrig. Also nach 2 Schüssen steht es 1:1. Es ist spannend heute. Das ist echt schön. Nach dem letzten Lattenschießen gegen Tor magst du nicht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Spannung. Dritter Schuss. Oh, der ja. Ist hoch. Der ist hoch. Aber gute Mittagessen gehabt. Ja. Gut gegessen. Was gab es denn heute Mittag? Ja, heute war ein bisschen Nudeln und. Okay. Jetzt eigentlich nicht zu viel. Jetzt kommt mein dritter Versuch. Der ist auch zu hoch. Auch gleich. Auch zu hoch. Ja, es ist spannend hier. Spannend. So, Tomislav, vierter Versuch. Es steht weiterhin 1:1. Bisschen zu wenig. Mein vierter. Mal gucken. Wird jetzt wieder bestimmt auch zu wenig. Mal schauen. Komm, Niklas, komm. Komm. Alter, fuck. Scheiße. So, letzter Schuss. 1:1. Tomislav. Fünfter Versuch. Der ist gut. Und wenn ich jetzt nicht treffe, dann jetzt gewinnt Tomislav hier das Lattenschießen. Das war episch, ey. So, komm. Nein! Ja. Sieg für die Legende. 2:1 für Tomislav. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es eine Niederlage war. Aber gegen Tomislav Piplica kann man verlieren. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss. Das war das Lattenschießen mit Tomislav Piplica. Die haben aber schon einige andere Lattenschießen gedreht. Kickt doch mal hier für das Lattenschießen mit Carsten Ramelow. Kann ich sehr empfehlen. Oder das mit Erik Meyer. Das kann ich auch empfehlen. Viel Spaß dabei.